Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Neues Jahr, neues Glück, würde ich sagen. Allerdings ist heute noch die Kalenderwoche 52 dran. Und ja, ich fange mal so an. Ich habe eine neue Kamera zu Weihnachten bekommen und ein neues Mikrofon und habe eben fleißig angefangen, den ersten Versuch zu starten, eine Wochendeko mit meiner neuen Kamera zu filmen. Und dann passiert natürlich das, was passieren muss. Es geht irgendwas schief. Und da ich so viele Testaufnahmen gemacht habe die letzten Tage wegen Licht und Einstellung und irgendwie immer nicht so richtig zufrieden war und ganz viel rumprobiert habe, war meine Speicherkarte schon relativ voll. Weshalb ich eben munter dekoriert habe und davon ganze 5 Minuten oder so, wenn überhaupt, aufgenommen worden sind. Sprich, die Deko ist schon fast fertig und ich habe dann eben mal so random raufgeguckt auf die Kamera, um zu gucken, filmt sie noch? Nein, sie filmte nicht mehr. Und zwar schon seit bestimmt einer halben Stunde nicht mehr. Ja, ich habe mir überlegt, was ich jetzt mache oder mich gefragt, was ich jetzt mache und ich habe entschieden, ich zeige euch jetzt einfach, wie es gerade aussieht, macht die Deko zu Ende und dann müssen wir damit leben, weil ich kann es nicht nochmal machen. So sehen die Einlagen momentan aus. Es bringt auch nichts, euch jetzt das Stückchen von dem anderen Video einzublenden oder in das Video hier reinzuschneiden, weil ich lediglich dieses und dieses Washi-Stück aufklebe und dann ist das Video auch schon zu Ende. Etwas ernüchternd, weil ich wirklich schon eine ganze Weile hier am Dudeln bin, aber es lässt sich nicht mehr ändern. Na gut, ich werde jetzt einfach fortführen, wo ich eben aufgehört habe und hoffen, dass die Kamera jetzt den ganzen Schluss mit aufnimmt. So, ich habe meine Maus hier neben mir liegen, nicht wundern, weil ich nämlich auf dem Laptop nebenan so ein bisschen nach Doodles Ausschau gehalten habe, damit ich ein bisschen Anhaltspunkte habe, was ich so zeichnen könnte. Das heißt, ich habe immer zu den verschiedenen Themen versucht, ja, was Passendes rauszusuchen, damit ich nicht völlig aus dem Kopf malen muss. Und das werde ich jetzt einfach mal zu Ende bringen. Hier male ich übrigens gerade eine Pfeife, weil ich mit meinen Eltern und meinem Freund und meinem Bruder, das war so eine Art Weihnachtsgeschenk für uns selber sozusagen, in einem Escape Room war. Und das war ziemlich cool und deswegen mache ich hier gerade so ein bisschen einen auf Sherlock Holmes. Das schreibe ich mal hier mit hin. Und danach waren wir noch sehr lecker essen. Das, ja, Essen malen ist jetzt nicht so meine Stärke. Das soll der Teller sein, ganz klar. Und dann haben wir hier Fleisch und Gemüse. Ist ja, also kann man doch gut erkennen, oder? Und dann gibt es noch ein Gläschen Aperol Spritz dazu. Also ihr seht schon, ich bin echt nicht der geborene Künstler. Aber also mir reicht das völlig aus. So, so. Und ich mag das auch, wenn das so ein bisschen unperfekt aussieht. Also ja, ob das Regal jetzt so unperfekt gut aussieht, das, darüber lässt sich streiten. Aber auf jeden Fall ja, gebe ich mir Mühe, aber ich bin jetzt dann nicht zu streng mit mir. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Essen im Caramba Especial. Falls ihr noch nicht da wart und mal nach Hamburg kommt, dann empfehle ich euch auf jeden Fall dieses Restaurant, weil das ziemlich cool ist. Sehr lecker, sehr, ja, ich sag mal, schon eher gehobene Küche. Also da geht man nicht unbedingt mehrmals im Monat rein, würde ich sagen, aber mal kann man sich das auf jeden Fall gönnen und es gibt da halt Menüs, 4- und 3-Gänge-Menüs und es kriegen alle im Restaurant dasselbe Essen. Das klingt erstmal ein bisschen komisch, aber es geht halt immer darum, dass sie gucken, welchen Fisch sie gerade am besten vom Markt bekommen, den frischesten Fisch
Und der wird dann halt für alle Gäste zubereitet und nicht à la carte. Und ja, so variiert auf jeden Fall immer die Speisekarte. Und das Essen bisher war immer sehr, sehr lecker. So, das war auf jeden Fall am Samstag. Am Sonntag war Silvester. Ich überlege gerade, ob ich da auch so eine Girlande hinmache. Allerdings dann eine lange. Ich habe jetzt schon dreimal heute meinen Tisch angemalt. Davon habt ihr aber natürlich zwei nicht mitbekommen, weil die Kamera das leider nicht gefilmt hat. So. Happy New Year ist ein bisschen lang. Oder? Ja, ich glaube schon. Ich werde einfach Silvester draufschreiben. Silvester 9. Das heißt, wir brauchen einen in der Mitte und vier an jeder Seite. Vier. Eins, zwei, drei. Das ist so ein bisschen, ja, eine Augenmaßgeschichte. Das ist halt, ja, es kommt, wie es kommt, ne? So. Ja, ist ein bisschen blöd. Ich habe eben am Anfang ja schon was gesabbelt. Am Anfang des anderen Videos und jetzt ist irgendwie alles weg. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich schon zum zweiten Mal erzählt habe und was nicht. Aber das ja, ist jetzt. Oh, jetzt bin ich abgerutscht. Das ist jetzt halt leider so. Ich wollte euch auf jeden Fall von meiner neuen Kamera erzählen. Jetzt konnte ich euch ja gleich erzählen, wie toll ich damit umgehen kann, nämlich noch nicht so gut. Dann mache ich mal hier noch einen Pfeil. To the future. Den habe ich nämlich mit meinem Freund zusammen geguckt. Inzwischen übrigens alle drei Teile und ich habe mich so ein bisschen davor gesträubt, weil ich mir darunter irgendwie nichts richtig Gutes vorstellen konnte, was irgendwie ein bisschen gemein ist, aber naja, wie das halt manchmal so ist. Aber ich muss sagen, wir haben jetzt alle drei Teile geguckt. Der zweite war ein bisschen verwirrend und mein Freund war immer so, ja, es ist doch deswegen und dies und jenes und es war alles so verstrickt, dass mein Gehirn irgendwann gesagt hat, ich kann nichts mehr aufnehmen an Verwirrung. Aber insgesamt fand ich die Filme alle doch ganz gut. Also ja, Back to the Future. Falls ihr noch nicht gesehen habt oder die Teile noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr da ja mal reinschauen. Abends haben wir dann ganz entspannt zu zweit Silvester verbracht. Das habe ich so auch noch nicht gehabt oder gemacht. Aber nach dem ganzen Umzugsstress und allgemein dieses Umgewöhnungsding, weil man sich ja jetzt doch erstmal so ein bisschen arrangieren muss, war das ganz gut, dass wir ein bisschen Zeit für uns hatten und nicht irgendwie eine fette Party gefeiert haben oder ja, irgendwas ganz Wildes gemacht haben an Silvester dieses Jahr. Und wir waren allerdings auf einem Berg in Hamburg, der hier um die Ecke ist bei mir in der Nähe und haben uns dann wirklich komplett Hamburg quasi von oben angucken können. Also das ist eher ein Hügel als ein Berg, aber man konnte sehr weit gucken. Man kann, wenn die Sicht gut ist, tagsüber auch bis zum Hafen gucken und sieht die Elbphilharmonie und den Fernsehturm. Und im Dunkeln hat man dann richtig schön das Feuerwerk über Hamburg sich anschauen können und das war doch dann irgendwie, ja, ein gelungenes Silvester, obwohl wir nicht wirklich was gemacht haben. Wir sind bei Matsch und Regen diesen Berg hochgestapft und wieder runtergeschlittert, aber es war, ja, sehr schön. Also es hat sehr gut gepasst dieses Jahr.
und wie ihr seht, bin ich ganz schlecht da drin, Feuerwerk zu malen. Aber was soll's. So, jetzt ist die rechte Seite wahnsinnig voll und die linke Seite nicht so. Wie ihr euch vorstellen könnt, macht man an den ersten und zweiten Weihnachtsfeiertagen nicht besonders viel. Ein Sofa habe ich jetzt da schon hingemalt, deswegen bin ich ein bisschen ratlos, was ich da noch hinpacken soll. Und ich glaube, ich lasse es tatsächlich erstmal leer. Spiegelt ja auch so ein bisschen die Woche da, nichts zu tun. Super entspannt und dann wurde es doch relativ voll und wir haben viel erledigt, sind viel durch die Gegend gefahren und ja, waren in verschiedenen Möbelhäusern, wie ihr hier auch jetzt erkennen könnt. Also ich, ja, ihr habt ja nicht gesehen, was ich hier so gedudelt habe, während ich es gedudelt habe. Wir sind am 27. nach Hause gefahren, haben uns in verschiedenen Möbelhäusern Möbel angeguckt, haben uns eine Couch ausgesucht, dann wurde ein bisschen klar Schiff gemacht. Am nächsten Tag haben wir dann erstmal entspannt ausgeschlafen, waren bei der Post, haben seinen neuen Rechner abgeholt, haben bei Chutney gegessen und nochmal nach Möbeln geschaut, überlegt, ob wir uns einen neuen Spiegelschrank fürs Bad kaufen sollen. Dann haben wir uns noch eine neue Nespresso-Maschine zugelegt. Dann ging es ums Möbelrücken, weil wir ein bisschen in meiner Wohnung umstellen wollten und das auch gemacht haben. Allerdings war mein Schrank viel zu instabil, dass wir den auf jeden Fall an dem Fleck stehen lassen müssen, wo er momentan steht, weil er sonst einfach auseinanderbricht, was etwas ärgerlich ist. Aber ich muss mir tatsächlich auch in nicht allzu ferner Zukunft mal einen neuen Schrank zulegen. Oder wir uns. Und ja, das war nur die Bestätigung dafür, dass der wirklich nichts mehr taugt. Und das hatte ich ja eben schon erzählt. Also ich hatte am 30. noch ein Frühstück mit meinen Mädels zusammen. Und dann ging es mit der Familie dann nachmittags weiter zum Escape Room. Genau. Ich würde sagen, ich hefte das Ganze jetzt mal im Planer ein und dann schauen wir uns das Ganze nochmal an. Und dann ärgern wir uns nicht großartig darüber, dass dieses erste Video in diesem Jahr bzw. die letzte Deko im letzten Jahr nicht mehr so ganz hingehauen hat. Aber ich gelobe Besserung und versuche mit meiner Kamera auf Friedenskurs zu kommen. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Tschüss! Ach so, frohes neues Jahr übrigens. Oh, dieses Video geht drunter und drüber. Tschüss!